Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier Quatrox Verlies bei The Return of Link. Wir sind hier im vierten Dungeon und haben im letzten Part den Bogen bekommen. Oh yeah. Mit dem können wir jetzt hier diese Augenschalter aktivieren. Und wir haben auch jetzt schon wahrscheinlich 28 von 27. Von 40 vermute ich Feen. Mal schauen, ob das richtig ist. Und, ups, wir sehen schon, da vorne ist der Master Key, beziehungsweise der Boss. Und für den brauchen wir halt den Master Key. Das heißt, wahrscheinlich geht es gar nicht mehr so lange, aber es hat eigentlich nichts zu sagen. Wir wissen, wenn man den Boss sieht, dauert es trotzdem meistens nochmal eine ganze Weile. Und wie ihr sehen könnt, geht es ja auch nochmal end up mit Schlüsseln und allem drum und dran. Also, ja, gibt es auch einiges zu tun. Aber bisher ist der Dungeon ja noch gar nicht so lang, ne? Von daher ist das ja gar nicht schlecht. Gut, wir kommen jetzt in diesen Raum, der interessant aussieht. Okay. Wir müssen wieder ein ähnliches Spiel machen, wie wir es schon mal hatten. Mit dem Deku-Platz. Es ist quasi gut, weil er hat quasi zwei Dungeon-Items, ne? Einmal dieses hier und dann noch das Deku-Platz. Ich weiß, das Deku-Platz ist nicht wirklich ein Dungeon-Item, aber es ist trotzdem ein neues Item, mit dem man hier spielen kann in dem Dungeon. Und ja, es sind so ähnliche Räte, wie wir damals Spectre of Light hatten. Aber er ist sehr cool da auch. Ja, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. Da haben wir noch eine Fee. Komm, 10 Stück noch. Boah, das wäre cool, wenn ich in diesem Dungeon alle finden würde. Weil 40 Stück ist schon einiges. Aber ich glaub's nicht. Also, ich weiß nicht, ob Blue, er hat einige Feen immer sehr fies versteckt. Und ja, das ist sehr schwierig, das alles im ersten Versuch zu schaffen. So, was ist hier? Ach so, 1000 Freunde. Okay, diese Schalter öffnen einfach Feen-Türen. Ja gut, ich könnte jetzt hier mit dem Bogen abballern, aber ganz ehrlich, ich mache das einfach mit dem Enderhaken. Ist ja ein bisschen leichter. Vor allem sterben sie auch schneller. Und spart mir auch noch Pfeile, ja. Weil Pfeile sind ein kostbares Gut. Und wenn man sie nur mit Pfeilen töten müsste, dann würde es sehr lange dauern, weil Pfeile leider sehr schwach sind. Zumindest standardmäßig. Ja. Okay, nochmal ein Key. Das finde ich mal gut. Da ist, glaube ich, nichts mehr. Nee. Okay, hier ist noch was. Oh, eine Fee. Hätte ich fast übersehen. Okay, das war so. Was hat das aufgemacht? Das hat irgendeine Tür geöffnet, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, welche das war. Leider. Oh nein. Nein! Oh, das ist. Ich hasse es immer noch, ne? Alles nochmal spielen von vorne. Ich weiß wirklich nicht, warum, was sich Blue dabei gedacht hat. Wahrscheinlich dachte er sich so, okay, ich mach das so wie ein richtigen Zelda-Spielen. Voll cool. Aber ja, also ich will nicht schon wieder drauf rumhacken. Ich hab's ja schon öfter jetzt gesagt. Aber es nervt trotzdem jedes Mal wieder. Ja, komm. Chill. Chill, Leute! So, ich lasse jetzt mal rumspinnen da und hau einfach ab. Weil kein Bock, mich mit dem anzulegen. Jetzt kommt die natürlich auch alle wieder neu. Ja, toll. Aua. So, die sind halt zum Glück strohdumm, deswegen kann man sie relativ easy töten, aber nervt halt. Weil es halt alles Zeit ist. So, komm. Das war so unnötig auch, ne? Ich bin so richtig dumm runtergefallen. So, das war nochmal gegen meine Freunde hier, die Schleime. So, kannst du mal ab hier. So, geht doch. Gut, dann sind wir wieder hier hinten und das hat sich nicht geöffnet. Okay, ist ja schon mal gut zu wissen, das hat sich auch nicht geöffnet. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ist wahrscheinlich egal, welche man nimmt. Also, es muss egal sein. Spinnen. Was macht ihr hier in Quatrox Verlies? Das ist ja ekelhaft. So, weg mit euch. Okay, sehr gut. Oh, Zombies. Oder Goronen, besser gesagt. Oh ja, ihr macht immer so traurige Sounds. Immer diese traurigen Goronen-Sounds. Aber ihr habt nichts daran, dass ihr mich töten wollt. Und deswegen sterben müsst. Boah, ist ja schnell. Alter. Okay, nochmal einen Key. Den brauchen wir auf der anderen Seite. Okay, das sieht complicated aus. Okay, wir müssen wieder mit dem Deku-Blatt spielen.
Wahrscheinlich wieder Platten aktivieren, ja. Also schon cool, dass er hier so viel damit spielt. Mag ich. Ah, das schaltet einfach die Ventilatoren aus und jetzt können wir durchgehen. Ich verstehe. Coole Sache. Okay, wartet. Zuerst die kleinen Ratten töten, weil die nerven nur die ganze Zeit. Und dann den Fetten. Dann dich. Ich persönlich. Ja. Down. So, ich hoffe mal, jetzt gehen ein paar Türen auf. Okay, ich weiß jetzt auch nicht genau. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, das war einfach auf der anderen Seite. Okay, nochmal einen Key. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wofür wir den brauchen. Aber mehr Keys zu haben, ist immer gut. Also besser als andersrum auf jeden Fall. Das kommt leider häufiger vor bei mir, dass ich keine Keys habe. Deswegen umso besser, wenn wir jetzt mal einen Key mehr haben. So, was geht denn hier ab? Okay, 10 Pfeile. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Ich habe zu viel Stuff im Inventar. Okay, das brauchen wir, glaube ich, nicht einen Samen. Okay, nochmal 2 fehlen. Okay, noch 5 Stück fehlen nur noch. Also lange kann das hier eigentlich nicht mehr gehen. Okay, da könnten wir weitermachen. Okay, wird man einfach nur geheilt. Das heißt also, es kommt jetzt ein Kampf. Oh ja, es sieht so aus. Wow. Okay, das sind diese stärkeren Skelette. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig, wenn man das Schild hat. Weil, ja, man kann es halt übelst easy in die Stacheln locken. Und dann haben sie nichts auf dem Kasten. Ja. Das war eigentlich ziemlich einfach. Was denn? Wir haben jetzt schon den Boss-Key. Das heißt, wir sind durch. Lel. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es geht noch ein bisschen länger. Ja, dann habe ich 4 Feen übersehen. Das ist nicht so viel. Aber es sind trotzdem 4 Feen. Aber trotzdem, ich glaube, ich habe mich bei diesem Dungeon erstaunlich gut geschlagen. Da fehlen uns halt noch, da fehlen noch 9 Feen, da fehlen noch 5. Aber hier fehlen nur noch 4, also eigentlich am wenigsten Feen. Vielleicht mache ich das sogar noch irgendwann. Oh, vielleicht gibt es ja hier sogar Feen. Ne, es gibt Pfeile. Okay, wahrscheinlich kommt jetzt ein Boss, für den ich halt Pfeile brauche. Ja, das kann ich nicht sagen zum Dungeon. Der hat mir bisher am meisten Spaß gemacht. Die Rätsel waren ganz cool. Ich fand die Ideen auch cool, die umgesetzt wurden. Ja, doch, war ein cooler Dungeon. Bisschen kurz vielleicht und vielleicht auch ein bisschen einfach, aber sonst war er gut. So, wer kommt jetzt? Bitte nicht der Moldor. Doch, es kommt der Moldor. Höllischer Dämon Quatrox. Achso, Quatrox kommt. Nicht der Moldor. Das ist natürlich der Moldor, aber hier heißt er halt Quatrox. So, kommst du jetzt runter oder wie schaut's aus? Achso, ich hab noch einen übersehen von euch, Dullis. Ja, dann komm her. So, down. Okay, ich spawn hier irgendwie unendlich, kann es sein. Hallo, start mal. Aber es kann nicht einfach das Ziel vom Boss sein, dass ich hier die ganze Zeit Skelette töte, quasi. Ah, nein, nein, nein. Okay, wartet. Ich muss den Typen da oben abschießen. Okay, aber wie soll man den treffen? Ist nicht ein bisschen krass? Hä? Man trifft den doch gar nicht. Wartet. Nee. Wie soll man den denn da reintreffen? Also du musst ja hier reinschießen und den dann aus dem richtigen Winkel irgendwie treffen, oder? Sich das richtig. Also die Typen können uns relativ wenig, weil wir halt unser schönes Schild haben, aber... Ah, okay, jetzt treffe ich ihn. Also es geht schon. Aber es ist schwierig. Also ich bin sehr froh, dass wir das Schild haben, mal wieder. Das Schild war echt das wichtigste Item in dem Spiel, gefühlt. Ey! Okay, jetzt brauche ich noch Goron, das ist natürlich fies. Boah, ich hoffe, ich habe genug Pfeile vor allem. Das ist sogar eher mein, Bedenken. Wartet mal. Schnell wechseln. Oh, ich glaube gerade für Adventurecraft Anfänger ist der Boss echt nicht einfach. Hallo, ich hab doch mein Schild, Junge, ey, ich hasse es. Weil du halt immer wechseln musst. Relativ schnell, das wollte ich eigentlich sagen. So, das hat gut funktioniert. Ich hoffe, er hat nicht so viele Leben. Aber wie gesagt, der Adventurecraft-Bogen macht standardmäßig verdammt wenig Schaden. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile vor allem.
Das ist eher eine Befürchtung, weil ich schieße halt oft daneben auch. Komm, kratz ab, Mann! Quadrox! Wow! Scheiße, hab Schild weggeworfen. Gib mir mein Schild wieder! Durcheinander. Das ist genau das, was ich meine. Man muss ja halt übelst oft zwischen den Typen wechseln. So, ich helfe mal mit. Ja, so. Eigentlich muss man nur darauf achten, dass eigentlich Spinnen nicht sehen. Kommt bitte nicht an. Da kann man den hier eigentlich in Ruhe abschießen. Die Quadrox-Spinner. Hallo, ich hab mein Schild draußen. Ich hab doch mein Schild, Junge! Ich hasse es! Wieso habe ich denn dieses Dreckschild, wenn es überhaupt nichts bringt so oft? Hallo, sterb bitte. Es nervt echt übelst an, dass das Schild so Deko ist voll oft. Es bringt einfach gar nichts. So. So schießen wir den Quadrox mal aus dem Winkel ab. Ja, es geht auch gut. Ja, Mann, Cassius. Aber ich verstehe nicht, warum immer ein Fall trifft und einer daneben geht, weil eigentlich schieße ich immer aus dem genau gleichen Winkel. Ja, wieder. Jetzt immer einer geht daneben und einer trifft. Jetzt ist sogar noch schlechter die Quote. Ich verändere meine Mausposition eigentlich gar nicht. Aber keine Ahnung. Boah, Traux, kannst du mal wieder abkratzen. Also er scheint verdammt viele Leben zu haben, auch der Typ. Hallo. Jetzt habe ich ihn, oder? Ist er down? Oder kommt er jetzt runter? Keine Ahnung. Oh, doch. Ich glaube, das war's für Quadrox. Weggeballert. Cool. Abgekratzter Typ. Ja, eigentlich der Boss war nicht besonders schwierig, muss ich sagen. Aber er war kreativ. Das muss man ihm lassen. Ich finde es generell, er versucht eigentlich die Bosse immer so zu machen, dass sie zumindest ein bisschen das Dungeon 1 nutzen und so. Ja, ich fand den Boss nichts Besonderes, aber es war schon ganz cool. Also wie gesagt, ich mochte die Idee. Ich fand ihn tatsächlich einer der besseren Bosse bisher. Also der Boss von letzten Dungeon, den fand ich ja halt ziemlich schwach. Auch von den Ideen und so fand ich den nicht gut. Aber der hier, ich glaube, das war wahrscheinlich sogar der beste Boss bisher. Also auch von der Umsetzung und so. Doch, muss ich sagen, der hat mir am besten gefallen. Link, du hast es tatsächlich geschafft. Ja, was denkst du denn, Alter? Du bist echt unglaublich. Komm schon, noch 2 Amulette. Das schaffst du mit Links. Wisst ihr, Links, Link? Nicht, Mann. Okay, was geht jetzt ab? Alter, was ist das für ein Sound? Hilfe! Link, das war die Prinzessin. Schnell zum Schloss. Alter, seit wann schreit die Prinzessin so komisch rum? Okay, warte mal, das klingt alles unruhigend. Hallo, kann ich bitte, warum kann ich da nicht lang gehen teilweise? Ich wollte jetzt hier mal kurz die Secrets noch auschecken, wenn ich schon mal hier bin. Aha. Was gibt's denn hier? Oh nein, ich mache fest. Okay, ein paar Gegner. Genau, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen ein paar Herzteile. Also ich weiß, dass wir jetzt mit dem Bogen kommen in der Wüste weiter, weil da bin ich schon einmal aus Versehen lang gelaufen. Und habe aber Augenschalter gesehen, deswegen dachte ich dann, nee, da geht's nicht lang. Das war, als ich damals zurück zum Dekosprössling laufen wollte. Habe ich mich zuerst verlaufen, weil ich nicht in den Wald gefunden habe. Ja, der Part, ich weiß. Aber egal, dadurch weiß ich halt jetzt, dass es in der Wüste weitergeht. Das ist ja auch was, ne? Und das ist dann das vorletzte Gebiet wahrscheinlich schon, weil es gibt ja... Gut, ich weiß nicht, ob es wirklich nur 6 Dungeons gibt, vielleicht gibt es mehr als 6 Dungeons, aber es gibt halt 6 Amulette, vielleicht gibt es noch irgendwie einen finalen Dungeon oder so. Also im Endeffekt dann doch 8. Oder vielleicht 7 oder so, was weiß ich. So. Hä, ist das irgendwie eine Abkürzung oder was ist das? Alter. Okay, da ist Impa und ein paar Slimes. Oder ist das Impa? Ich glaube schon. Achso, ich glaube, man sollte hier sogar lang gehen. Link, gut, dass du gekommen bist. Ich bin es, Impa. Die Zofe der Prinzessin. Die Prinzessin, sie wurde eben entführt. Von den Gerudo-Hexen. Twinovra. Was? Nein, Twinrova. Ich dachte, dass diese alten Weiber schon längst tot wären. Dachte ich auch, die haben doch eine OOT schon geschlitzt. Aber ganz im Gegenteil, sie sind lebendig wie nie.
Indem sie Zelda opfern, wollen sie Ganondorf auferstehen lassen. Schaden? Link, du musst Zelda retten, bevor es zu spät ist. Finde die letzten beiden Amulette. Wir werden die Kraft der sieben Weisen brauchen. Oh, plötzlich hört es auf zu regnen. So ein Zufall. Link, ich habe Angst. Das nächste Amulett befindet sich in der Wüste. Ja, wusste ich auch. Du Keck. So. Okay, sehr gut. Das heißt, das war so ein kleines nettes Story-Input. Ja, das war doch ganz nett gemacht. Könnt ihr bitte mal die Zugbrücke hier runterlassen? Ich möchte hier nämlich rein. Ah ja, okay, danke. Ja, man muss nur ein bisschen strengeren Ton reden, dann geht es schon. Ich wollte nämlich jetzt mal meine Amulette abgeben. Weil die brauchen wir actually nicht mehr. Oh, da hab ich vielleicht wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar, ne? Das war so der Gedanke. So, was geht hier eigentlich ab? Hey du! Was fällt dir ein? Das hier ist das geheime Trainingslager der Wachen. Du kannst hier doch nicht einfach so hereinstolzieren. Ja doch, kann ich schon. Hast doch gesehen. Ja, wir haben sie oft reingefunden. Dieser Ort ist streng geheim. Aber wo er schon hier ist, kann man das ja ausnutzen. Wie wär's damit? So großzügig wie ich bin, lasse ich dich gegen ein paar Rubine mittrainieren. Das Training ist für Wachen. Also sehr schwierig. Er wird aber draufgehen und keiner wird je von irgendetwas erfahren. Alter, wenn du sich das wirklich denkst, das ist ein ganz schöner Spaß. Das ist doch sicher ein Traum, oder? Warum auch sonst hättest du dich hierher gewagt? Wenn du das Training hier schaffst, dann werde ich dir sogar als Belohnung noch etwas geben. Na, ist das nicht ein Angebot? Ja, das ist ein Angebot, das werde ich auch dazu machen. Im Gegenzug verrätst du niemanden von diesem Ort, einverstanden? Ja, mal schauen. Je nachdem, wie ich Bock habe. Außerdem übernehmen wir nicht die Verantwortung für Schäden, die du hier zuziehst. Na, bist du dabei? Ja, meinetwegen. Ja, komm, halt doch mal die Fresse. Ich will jetzt anfangen hier. Trainingsregeln sind ganz simpel. Besiege deine Gegner und... bleibe am Leben. Ja, okay. Mach mir keine Angst, Bro. Ich mach das jetzt hier. So, komm. Das soll deine starken Gegner sein. Ein paar Skelettlappen. Die können doch gar nichts. Das Gute ist, ich habe gerade volles Leben. Weil ich einen Herzcontainer bekommen habe. Das heißt, wir haben gerade gute Chancen, denke ich. Ah, es geht gleich weiter. Okay, ich habe nichts zum Heilen, aber brauche ich das? Ich glaube nicht, oder? So, okay, es geht gleich weiter. Wieder mit Spinnen. Ich frage mich gerade, ob die Musik neu ist oder ob die einfach aus den Gebieten ist. Aber ich glaube nicht, dass wir so eine Musik schon mal hatten. Boah, wie viele Leben habt ihr denn? Meine Fresse. Das sind diese Spinnen aus den Bergen. Ja, ich weiß auch, die haben endlich viele Leben gehabt. Aber hatten so viele? Ja. Die sehen halt nicht mal anders aus, ne? Das sind einfach ganz normale Spinnen, die halt 1000 Leben haben. Hätte man vielleicht schon eine andere Textur geben können. Boah, schubst du nicht in die Lava. Okay, der eine ist down. Das heißt, die andere können wir jetzt auch schnell down machen. Ja. Boah, das war aber schon krass, du. Okay, die Dulis kann man dafür in die Lava schubsen. Das mache ich auch gleich. So, Bayer in der Lava. Ja, macht er auch. Hallo, wieso triffst du mich? Ich finde das unfair immer noch. Wieso triffst du mich, ey? Ich hab mein scheiß fucking Schild. Boah, es ist so zum Kotzen, ey. Wirklich. So, okay, Slimes. Die sind... na, ich weiß nicht. Die sind... können eklig sein. Okay, aber es sind nur die Lappen-Slimes. Also, ich fand die Spinnen bisher mit Abstand am schwersten, weil sie halt 1000 Leben haben. Die Slimes können eigentlich nichts. Also, sie könnten was, wenn sie mehr Leben hätten, aber es sind ja nur die Standard-Slimes. Okay, du kannst eigentlich auch nichts, außer deine Spinne hat Milliarden Leben. Ich hoffe es mal nicht. Ja, vor allem, wenn sie Wasser ist. Ah, easy. So, dich töte ich auch kurz. Vielleicht droppst du auch noch ein Herz. Das wäre natürlich optimal. Du Frosch. Ja, das war easy. Hey, ich fand den zweiten Raum aber schon mit Abstand am schwersten. Also als die beiden Spinnen da kamen, dachte ich schon so, oh. Das wird schon härter.
Okay, jetzt kommen Schattengegner. Ich habe schon gesehen, es geht doch schon in der Wüste weiter. Also wahrscheinlich soll man eigentlich noch gar nicht weiterkommen. Oh nee, aber sagt nicht, dass wir dann Items brauchen, um weiterzukommen. Nee, brauchen wir nicht. Hä? Okay, irgendwie Augenschalter sind Deko. Ja. Keine Ahnung. Okay, jetzt Wüste. Ratten? Weil die mir Herzen schenken, oder was? Also ich werde mir die Herzen auf jeden Fall liegen lassen von denen, weil, ja, die können halt überhaupt nichts und spenden halt einfach nur Herzen. Oh, Musik ist cool. Hä? Das ist echt Herzensgeschenk hier. Ein paar Fledermäuse und so, das ist ja nichts. Man kann während der Kämpfe leider nicht zurückgehen. Okay, warte mal, kann ich mir vielleicht den Boomerang nach unten nehmen und danach können wir uns vielleicht, ich weiß nicht, ob der Boomerang durch diese Türen durchgeht. Okay, das ist eigentlich auch nicht so schwer. Wartet mal. Vor allem, wenn nur einer sieht, den lock ich jetzt erstmal in die Stacheln. Man muss halt sagen, wie es ist, diese Typen wären eigentlich echt schwer. Aber dadurch, dass man halt das Schild, also dass ich das Schild habe, sind die gar nicht so stark eigentlich. Und halt hier Stacheln sind. Wenn die Stacheln wären, wäre es nochmal was anderes. Hallo, da stand noch voll in den Stacheln drin. Okay. Ja, bekämpft euch gegenseitig, ihr Lappen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es hier der letzte Raum sein wird. Komm, schön in die Stacheln gehen. Aber ich gehe jetzt ein bisschen offensiver rauf. Wenn es der letzte Raum ist, ist es eh wurscht. Ihr sollt in die Stacheln gehen, Freunde. Ja, schön reingehen. Komm. Die Stacheln machen nämlich ultra Schaden. Also nicht nur mir, sondern natürlich auch den Gegnern. Einer ist down, noch einer. Komm, wir machen eins down hier. Außer natürlich, er macht wieder seinen Cheatcode an und dass er durch mein Schild schießen kann. Dann wird's schwierig. Okay, aber war easy. Nice! Was? Du hast es geschafft! No problem, man. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das geht doch gar nicht. Wer hat das überlebt, der Junge? Du willst deine Belohnung? Ja. Scheiße, müssen wir nicht. Hab's dir versprochen, ne? Okay, was? Nee, du musst dich verhört haben. Warte mal, ich muss kurz irgendwas wegwerfen. Ich hab nämlich keinen Platz mehr. So, mach das mal weg. Okay, was gebe ich denn dir jetzt bloß? Ah, ich weiß es. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir eine Belohnung versprochen habe. Aber weil ich so gutherzig bin und du mich allmählich nervst, will ich mal nicht so sein. Hier, nimm das. Oh. Was ist das? Da bin ich dieses nutzlose Ding, was ich aus dem Fluss gefischt habe, auch endlich los. Das sieht aber nicht so nutzlos aus, mein Freund. Maske der Wahrheit. Okay. Also, es ändert sich jetzt erstmal nichts, aber vielleicht gibt es auch einfach kein Overlay oder so. Also, ich habe es jetzt auf jeden Fall mal genommen. Ich wollte gerade sagen, ob ich noch in die Stadt reinkomme. Ja, ich komme noch rein mit ein bisschen Cheaten. So, was gibt's hier? Warte, kriege ich da Rubine oder verliere ich da welche? Ich kriege welche. Okay, dann nimm den Scheiß. Ich weiß, ich hätte auch dieses... So, ich spamme einfach mal überall drauf. Irgendwann wird das Zeug schon weg sein. Oh, ich habe sogar noch mehr Federn. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles umgetauscht einigermaßen. Ich weiß, der Part ist schon fast vorbei. Ich will noch kurz mal ein Zeug weggeben. Dann können wir im nächsten Part uns dann daran machen, direkt in die Gerudo-Wüste zu gehen. Ich weiß, ich rush ja echt nicht durch und mache wenig Secrets und so. Aber ja, ist dann so. Mal schauen, vielleicht hole ich noch so ein, zwei Sachen später, aber vielleicht noch nicht. Je nachdem, wie ich Bock habe, ne? Jetzt geben wir erstmal die Amulette ab, denn wie ihr seht, habe ich echt gar keinen Platz im Inventar gerade. Ein besseres Schwert wäre was, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Aber K.A., wo wir das herkriegen sollen. So, jetzt hier. Zack. Achso, jetzt passiert hier was? Nee, ne? Okay. Wir können uns nur immer die Sequenzen anschauen. Ja, cool hier. Okay, jetzt haben wir die Hälfte schon abgegeben. Schatten noch und dann gibt es noch zwei weitere. Was kommt noch? Also Wüste und was ist das letzte? Keine Ahnung.
Aber Leute, ich würde sagen, an diesem tollen Ort hier beende ich die Folge für heute und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei The Return of Link. Haut rein!